Ja, da hatte ich eine kleine Pinkelpause und hab auch kurz was gegessen. So, mal überlegen. Vitalität. Was sagt Vitalität? Infektiosität ist hoch, Schwere. Also nicht tödlich. Hitzeresistenz. Entwickle ich auch mal. So. Ansonsten Übertragung. Weil hier in diesen Bereichen war, ist es noch nicht so wirklich vorhanden. Obwohl hier Brasilien sollte eigentlich gerade was Übertragung durch Insekten. Hämophilie. Ja, danke für die Punkte. Was ist denn Hämophilie? Das hier? Ja, das Immunsystem produziert Hemmstoffe, die Faktor 8 zerstören und Blutgerinnsel verhindern. Erhöht Ansteckungsgefahr. Okay. Ansonsten Tote. 3 Millionen Tote haben wir inzwischen. Projektilwürgen-Symptom-Kombo. Okay, die sind jetzt auch ordentlich am Forschen. Sind das die Länder, in denen es schon Tote gab? Was ist das hier? Krankheitsinfo. Ach so, okay. Ja, da gab es durchaus schon Töten. Okay. Paranoia-Symptom. Fähigkeiten. Ich glaube. Oha, das hat gekostet. Ach so, aber wir haben noch eine Menge. Die lassen wir uns nicht so leicht erforschen. So, Tipp, bekämpfe die Heilung. Ja, bin ich gerade dabei. Oha, da werden die jetzt auch ordentlich infiziert. Was ist mit Grönland? Da sterben auch schon ein paar. Entzündungssymptom mutiert. Wird doch nicht allzu schwer. Innere Blutungssymptome. Ich glaube, das ist ein durchaus brutales Symptom, oder? Ah, ja, ich vermute schon. Okay. Ja, jetzt so langsam solltet ihr euch mal drum kümmern, ne? Lungenentzündung. Also grundsätzlich Symptome muss ich eigentlich selber kaum ausbilden. Das kriegt schon vollkommen von alleine hin. Ich könnte es vielleicht sogar noch mal unterstützen. Wie viel kostet das? 12. So. Von mir aus. Will ich mich nicht. Gegenstellen. So. Wasser 2. So, wo sind denn noch nicht so viele Leute infiziert? Kanada. Kanada ist eher ein kaltes Gebiet. Mehr Informationen steht über Kanada nicht. Dahingerafft. Schönes Wort. Ich glaube aber nicht, dass wirklich News dieses Wort benutzen werden. Schlimmer als die Pest. Ja, das stimmt. Dafür, dass, schlimmer als die Pest ist,
kümmern sie sich nicht wirklich gut drum. Naja, mehr Tod als die spanische Grippe. Schön. Diese beiden Nachrichten kommen, glaube ich, nicht selten oft hintereinander. Moment mal, wie weit sind sie jetzt? 34%. Ich warte mal bis 50%. Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem bezertifiziert. Okay. Dann werden wir jetzt, glaube ich, mal so richtig drauf losgehen. Fähigkeiten. So, ich senke einfach mal die Forschungsgeschwindigkeit. Was ist das hier? Senkt auch noch die Forschungsgeschwindigkeit. Ich glaube, ich gehe wieder mal auf. Übertragen. So. Nee, nicht zurückentwickeln. Da, vollständiges Organversagen. Das ist doch mal was Angenehmes. Was ist das hier? So. Was ist das hier? Ach, ich lasse es einfach mal so. ...41%, 42%. Zar auf Beobachtungsliste gesetzt. Zar wurde auf die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsbar werden könnte. Es sind alle Menschen bereits infiziert. Bereits 600 Millionen Menschen gestorben. Das ist die zweifache Anmenge, der zweifache der Bevölkerung der USA. Jo, forscht mal schön. Das ist so ein Forschungsflugzeug, glaube ich, die so geschickt werden, um zu kommunizieren. Tödlichste Seuche aller Zeiten. Mehr als 300 Millionen Menschen. Das ist aber auch schon ein bisschen her, mein Freund. Übelkeit, Überempfindlichkeitssymptom. Ist jetzt aber auch nicht das Schwerste, würde ich mal sagen. Helmet ist zu 50% hergestellt. Das wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht zu verhindern wissen. Das sind sehr, sehr viele Symptome. Okay. Fähigkeiten. Nochmal ein Erregerstamm, bitte. Jetzt ist noch 44%. Okay, es steigt schnell. Jo. Jetzt können sie in den USA nicht mal so schnell forschen. Das ist schön. Okay, wie viele sind jetzt tot? 4 Milliarden. Okay, die USA kann jetzt gar kein Heilmittel mehr erforschen. Koma-Symptom. Das ist doch mal was Nettes. Also in Sekundentakt bekommen wir immer wieder mal neue DNA-Punkte dazu. Was könnten wir denn sonst noch so entwickeln? Entwickeln. So, ich glaube, jetzt hätten wir alle schwersten Symptome überhaupt. Ein vollständiger Zusammenbruch des Verdauungssystems führt zu infizierten Abwasser, Verflüssigungsmangel, Hunger und Tod. Neuropathische Prozesse des Erregers im Frontallappen verursachen schwere Emotions- und Verhaltensstörungen. Deutlich schwerer zu heilen. Ja, vollständiges Organversagen. Koma. Nekrose. Und hämorrhagischer Schock. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht und ich habe auch keine Ahnung, was es ist. Egal. Ich würde mal behaupten, wir werden so die Menschheit sehr, sehr schnell... niedlicher Versuch. Ich weiß nicht mal, ob ich die Forschungsversuche überhaupt noch aufhalten will. Die Regierung von Mexiko ist gescheitert. Ja, das glaube ich. Ich denke mal... Zar wird Menschheit auslöschen.
Tja, tut mir leid. Sieg! Wir haben den Virus einmal gewonnen, okay. 540 Tage, also gerade mal die Hälfte der Zeit wie mit Bakterien. War dann doch recht leicht. Okay, der Bonus DNS-Genotyp und der Pilz in solchen Typen sind im Einzelspieler entdeckt und freigeschaltet worden. Okay. Spiel. Pilz. Sporen können aus eigenem Antrieb nur kurze Strecken zurücklegen. Okay, fortfahren. Ich will es mir nur einmal angucken, was wir als Bonus-DNS. Erhalte am Anfang Bonus-DNS, okay. Und gibt eine solche einen Bonus in trockenen Klimaregionen. Okay, ich werde jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich denke mal, das reicht erstmal für heute. Wir haben einmal mit einer Bakterie und mit einem Virus alles umbringen können. Muhaha. Und ich denke mal, dann mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Mal sehen, ob ich dann bei der nächsten Folge mit dem Pilz weitermache. Bis dahin. Ciao, euer Masazan.